Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Wir sind hier in der Stadt des alten Volkes und wir müssen jetzt aber wieder raus, zurück nach Midgar. Ja. Zumindest denke ich das mal. Es wurde eigentlich so gezeigt von wegen, ey, wir müssen zurück nach Midgar, weil die da irgendwas machen. Shinra. Typisch. Hallo. Also. Auf einmal haben sie alle keine Lust. Oh nein. Ich will die keiner. Ich will keine Lust. Ey, auf jeden Fall bin ich noch gar nicht gegangen. Ja, passt schon. Midgar. Obwohl, gibt es hier nicht noch Stuff, den wir vielleicht noch kaufen können? Hat er vielleicht irgendwie Materie oder sowas? Komm. Nein, ich will ihn nicht haben. Oh. Oh, das ist schlecht. Nee, ich hab hier. Haben wir eigentlich Elixier? Weil das halt nämlich alles ganz voll, glaube ich. Irgendwie so war das. Fünf Mega Elixier. Kein Elixier. Okay. Und hier die Highwind, ich verstehe das auch nicht, wie das funktioniert. Da steht mir nur, don't really care. Ja, keine Ahnung, warum das für Englisch ist. Aber das zeigt halt sowas von wegen, ey, das ist nicht für mich. Und wenn ich es auf Sid mache, für den es offensichtlich ist, sagt er, verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich nicht ganz. Tut mir leid, ich kann die Materie nicht benutzen. Was zum... Oh Gott. Was kommt jetzt? Eine Weapon oder was? Oh nein.
froh, dass ich mein Limit noch habe. Zumindest mit Cloud. Was ist los? Ein merkwürdiges Signal. Von wo? Es kommt von dieser Person. Oh wow. Hey. Ich habe mich erschrocken und war außer Kontrolle. So ein Mist. Die Waffe taucht aus dem Ozean und geht direkt auf Midgard zu. Die neue Waffe dürfte ihn aufhalten, oder? Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Hey, was passiert mit Marlene? Keine Angst, Marlene, sie ist in Sicherheit. Sie ist bei Aerys Mutter. Welche Mutter? Barrett! Wie war das gerade? Wenn Marlene in Sicherheit ist, sind dir alle anderen wohl egal? Das wollte ich dir schon immer sagen. Wie viele sind schon umgekommen, als du den Reaktor hochgejagt hast? Es geht um das Leben des Planeten. Ein paar Verluste musst du einplanen. Ein Paar? Was heißt ja ein Paar? Für dich sind es nur ein Paar, aber für die Opfer war es alles. Den Planeten schützen, das klingt edel. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das heißt nicht, dass es alles erlaubt ist. Bei einem Schindler-Tippen lasse ich mir nichts sagen. Ich bin sowieso ein. Aufhören! Kate Sith. Barrett. Weiß, was er getan hat. Was sie in Midgar getan haben, kann niemals entschuldigt werden. Doch so, wir haben es nicht vergessen, oder? Ich kann dich ebenfalls verstehen. Du kannst die Firma nicht verlassen, weil du dich um die Leute in Midgard sorgst. Was? Okay, vorwärts, wir werden die Weapon besiegen. Nee, klar. Glaubst du, wir kommen gegen dieses Ungeheuer an? Wir haben eine Chance, oder? Wie soll ich das wissen? Das ist aber kein Grund, ihn entwischen zu lassen. Wir gehen nach Midgar und kämpfen gegen Weapon. Los, ab geht die Post. Boah, da ist es. Muss ich jetzt ernsthaft warten, dass das Ding da ist? Oh nein. Wo ist es denn? Hallo? Weapon? Da, wow. Sorry, noch ewig. Wir stellen uns hier ganz cool gegen an, bitte. Na komm nur her, du Scheißteil. Ich weiß, was, wenn es richtig nah ist, dann werde ich nochmal sprechen. Alter. Oh, es läuft gar nicht jetzt zur Klippe. Was? Oh nö. Ernsthaft? Ja, ich bin mal tot, oder? Da kommt der Weapon! Hey! Es ist auch kein schlechter Zeitpunkt, um die von einem Item zu holen. Als ob, ey, dein Ernst? Ich bin mal gegen das Ding. Hallo? Ah! Ey, ey, was tust du da? Die Heimen zerstören? Lass uns auf der Erde kämpfen. Ja, okay. Ja, das dauert auch noch ewig, guck mal. Ah, warte. Oh Gott, der ist echt fast da. Oh nein, hallo, runter, runter, runter! Runter! Verdammt! Steig aus! Meine Fresse. Das Flugzeug auszusteigen oder aus dem U-Boot ist das Schlimmste, ey. Ich sag's euch, das Schlimmste. Hallo? Da ist es. Ich könnte nämlich einfach so einen Laser abfeuern, wir sind tot.
Egal, wir sind Helden, wir können den Gatteil. Ach, Leute, aber jetzt kann ich nicht mehr was. Weil sie so nicht gegen uns verreckt, dass ich nicht so lange warten muss. Feuer, ist es gut? Nein, der Blitz gut, das ist jetzt zwei. Ist Blitz gut? Ja, Blitz ist gut. Da muss gleich mal einfach gleich gut sein. Ich muss da mal schlafen. Ja, das ist übrigens die Materie, wo man in den Bracht gefunden hat. Also in dem Raum direkt über den Speicherpunkt. Der habe ich einfach noch abgeholt, wo ich gelevelt habe. Dann ist mir auch nicht wichtig. Das kann man auch aufnehmen, dann kann man vielleicht dreimal schlafen, wenn man viermal, wenn man es auflevelt. Oh, das war schon so gut, dass das ist Gamu war. Also, für das das Auto Blitz war. Ja. Oh, das war's! Gamu hat sich gelevelt. Und ein... Boah, yo! Okay, geil! Was hat... Junge, da haben sich gerade, glaube ich, Barrett oder einer hat sich gerade zweimal aufgelevelt. Oh, ein Kampf. Boah, geil. Das war's wohl. Hey, Mr. Monster, wen glotzt du an? Nein, es fühlt etwas. Ja, es riecht Mord. Lass uns zum Luftschiff gehen. Oh nein, lass uns bloß abhauen. Irgendwas Großes, ich meine, was Riesiges kommt. Hahaha, Herr Präsident, die Vorbereitungen für Sister Ray laufen. Haha, fertig. Feuer! We'll be right back.
welcher Richtung kommt der Angriff? Midgar. Marley? Sephiroth her. Der Krater an der nördlichen Grenze. Oh, was kommt da? Ach, ja schon. Sir, Weapon wurde geschlagen. Sowohl der Krater als auch die Barriere sind verschwunden. Sir, eine Masse hochverdächtiger Energie bewegt sich auf Midgard zu. Wow, Weapon greift an, lauft um euer Leben! Wow, das war's wohl mit Rufus. Hat die Weapon doch nicht besiegt. Was mit Sephiroth geschehen? Nordhöhle. Sehen wir nach, was passiert ist. Sollen wir jetzt eigentlich nicht nach Midgar fliegen? Moment mal. Wie sollen wir jetzt nach Midgar? Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Sid, kann das Luftschiff reinkommen? Hä? Er ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hin. Stimmt, tut mir leid. Hey. Hey, Tiff, was jetzt? Moment mal. Scarlet, Heiliger, was ist los? Lass uns einfach die stoppen. Seltsam, ich kann den Präsidenten nicht erreichen. Nicht zum Präsident, zu Sister Ray. Was ist los, Reef? Du redest so komisch. Das ist alles unwichtig. Der Ausschuss der Reaktoren nimmt ganz von allein zu. Moment mal. Das wäre unklug. Ich muss 3 Stunden abkühlen, oder? Es geht nicht. Das geht nicht, er lässt sich nicht bedienen. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können das nicht bedienen. Was mit dem Großrechner? Wer? Hey, ruf den Großrechner an. Wie? Warum erteilst du Befehle? Ist mir egal, wie es anstellt. Pocho. Warte nur, Sephiroth. Ich werde dir mehr Marco geben, als du ihn bist. Pocho, halt! Die Kanone! Nein, Midgar ist in Gefahr! Ein oder zwei Midgars? Ein Mutter Zerpreis. Pocho! Pocho! Zeig mir, Sephiroth. Er ist nah.
überschreite die Grenze des Wissens. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch ungern. Lass es mich nur sehen. Hey, tu was, du große Katze. So groß ist die doch gar nicht. Wir sinken. Hojo macht das allein. Hä? Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Reef. Es ist zu spät, um es noch zu verbergen. Könnt ihr den Marco-Reaktor nicht stoppen? Wir können es nicht stoppen. Du bist von Shinra, oder? Warum ist es unmöglich? Wir haben einen langen Weg hinter uns, also versuch jetzt nicht, uns reinzulegen. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu trauen. Du verdammter Anar. Verstehst du denn gar nichts von dem, was ich sage? Shinra ist mir scheißegal, wenn du ein Mann bist. Nein, wenn du ein Mensch bist, rettest du den Planeten. Hilft dir denn überhaupt nichts daran? Niemals, wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle los. Warum? Kannst du nicht einfach das Ventil schließen? Ja, es ist einfach, die Ventile des Reaktors zu schließen. Aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie entweichen kann. Wenn sie erst einmal offen ist, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Und wir können nicht versuchen, das Ausströmen der Energie zu verhindern. Eine Explosion. Diese Explosion wird viel stärker als die Explosion von Reaktor 1. Vergiss es, die Kanone, wir müssen nach Midgar. Das ist jetzt das Wichtigste. Musst du erst heute stoppen. Ja, genau. Sieht aus, als wären Klaus und die anderen auf dem Weg. Komm nicht in die Quere. Haha. Sei nicht albern. Seit wann erteilst du hier Befehle? Die Friedenstruppe wird alles tun, um den Feind zu schlagen. Wegen denen. Denen. Das ist privat. Der Präsident ist tot. Hier redet keiner mehr rein. Heiliger, ich werde die neue Waffe einsetzen. Hey, warte! Cloud, alle, es tut mir leid, aber... Aber du wirst kommen, oder? Ich weiß. Hey, ich übergebe euch das Schiff. Ich gehe nach Midgar. Midgar reicht. Selbst wenn wir es dahin schaffen, Midgar steht unter Kriegsrecht. Wir schaffen es nie, uns in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Hey, wozu haben wir wohl die Hullwind? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Wenn nicht zu Land, dann doch die Luft. Okay, wir springen mit Fallschirm über Midgar ab. Die Auswahl folgender Mitgliedergruppen mit der austauschen. Das ist sowieso. Also los! Das hätte da eigentlich nicht sein sollen, oder? Das Schiff. Heiliger, sind euch allen her!
Dumm, es ist da draußen gefährlich. Lassen Sie den Untergrund gehen. Bitte, schnell zur Makrokanone. Oh Gott, das sieht aber verwirrend aus, ey. Erkundigen irgendwo. Wir sammeln Items ein, das ist nämlich wichtig. Vor allem wenn es Waffen sind, die auch wirklich einen stärker machen. Und nicht zufälligerweise die Verteidigung auf 6% stehen kann. Da habe ich nämlich wirklich eine Waffe. Hi. Hallo. Wenn man Prozent hat, ich das Gefühl, dass ich vorher nichts mehr. Oh, extra HP bei allen, jetzt seht ihr mal, wie viel HP ich gleich hab. 8000 mit Cloud, ey. Boah. Das ist wirklich nur, weil wir so viel drin haben und die alle sich aufleveln irgendwie. Aber wir haben ein Armband, okay, warte mal. Müsst ihr mal schauen, ey. Boah. Ja, es macht die Verteidigung und Zauberabwehr, aber es hat wenig Platz. Und wir brauchen schon viel Platz, wir haben sehr viel Materie. Sehr viel Materie, wirklich. Wir haben auch Ultima, das werde ich glaube ich auch einsetzen, wenn wieder ein Bosskampf kommt, weil das haben wir auch irgendwann verwendet oder auch auf. Es hat die sogar glaube ich schon aufgelevelt, obwohl wir das nicht einmal verwendet haben. Also ich verstehe das gar nicht, was es mit dem Aufleveln zu tun hat. Hat es irgendwas zu tun, dass du es verwendest oder levelt sich das einfach auf, wenn es will? Also quasi wie du halt auflevelst so. Angriff von hinten, scheiße. Guck mal, das war jetzt wieder voll der schwache Angriff. Das passiert manchmal, ich hasse das. Und ich dachte jetzt schon. Oh, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Final Fantasy 7 und ciao.